Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass es dieses Mal jetzt richtig läuft. Wir haben jetzt gerade einen Levelaufstieg. Ich mache jetzt direkt weiter, ohne vorher das erste Video geschnitten zu haben, damit wir hier halbwegs zügig vorankommen. Genau, wir haben jetzt nämlich das zweite Level geschafft. Das heißt, wir sind jetzt Level 3. Wir können jetzt auch 40 Minuten Aufträge aufgeben. Das ist perfekt, weil wir können jetzt hier zum Beispiel 45 Äpfel eingeben. Das machen wir jetzt mal bei beiden. Und hier machen wir das Gleiche. Und auch zu 4 Euro wieder. Und werden es einfach mal weiterlaufen lassen. Level 3 haben wir auch geschafft. Sehr gut. Hier werden wir Äpfel produzieren. Das Maximum sind im Moment noch 230 Stück. Ich weiß jetzt nicht, an was es genau liegt. Machen wir mal 100. Auf beiden Plantagen. Gut, das sollte jetzt eigentlich soweit erstmal sich von selber laufen. Ich werde jetzt gleich mal schauen, dass wir die Warenbörsen Errungenschaften gleich machen. Hä, wieso zeigt es mir noch Level 2 an, wenn ich angeblich Level 3 bin? Ah, jetzt sind wir Level 3. Aktualisieren hilft bei dem Spiel häufig weiter. Also wir brauchen ein fünftes Gebäude, das kommt, wenn wir Level 5 erreichen, dann haben wir zwei neue Bauplätze. 600 Arbeiter werden kommen, wenn wir weiter ausbauen. Genau, wir werden jetzt versuchen, die 100.000 an der Warenbörse zu verdienen, indem wir einfach Sachen kaufen und verkaufen. Genau, auf dem Markt ausgeben tun wir das auch gleichzeitig, dann haben wir nämlich zusammen 40.000 Euro mehr Geld. Genau, deswegen werden wir jetzt direkt zur Warenbörse gehen und das einfach mal kurz durchspielen. Hier nehmen wir einfach die billigste Energie. Naja, das war ein bisschen viel. Dann 4 sind. Genau, 80.000 können wir uns leisten. Die kaufen wir. Die verkaufen wir auch gleich wieder. Nein, nicht Vertrag. Ich bin schon zu gewohnt, dass es normal an der über Verträge verkaufe. An der Warenbörse ist natürlich etwas anders, 244. Dann sind wir nämlich wieder der günstigste Anbieter und hoffen, dass wir gleich gekauft werden. Genau. Wir bekommen jetzt gerade drei Baueinheiten geschenkt. Das ist natürlich perfekt. Genau. Das werden wir einfach annehmen. Jetzt haben wir nämlich drei Bauteile erhalten. Hier werden wir sehen, wie auch im Warenlager, das sind ja eine kostet 2.500 ungefähr, würde ich behaupten. Genau, schauen wir mal. Ja, 2.500 rum, das ist ja die Warenbörse ist immer etwas teurer, aber eben dreimal, das sind dann 7.500 Euro, die man geschenkt bekommt. Das ist natürlich sehr praktisch. Genau, ich habe hier gerade ein bisschen geschrieben, das sollte ich vielleicht am besten rausschneiden wieder. Ja, es geht hier weiter. Ich hoffe, dass das jetzt direkt angenommen wird. Wir können mal in die Buchhaltung schauen. Hier sieht man immer, genau, wir haben gekauft, wir haben an der Börse wiederverkauft. Da sieht man, wie schnell das geht. Jetzt werden wir einfach wieder einkaufen. Irgendwie scheint das nicht ganz so schnell zu sein, wie ich das gerne möchte. Genau. Dann holen wir dieses Mal ja, die komplette Energie hier. Das ist perfekt, weil momentan sind wir mit 2,45 da auch die günstigste. Nein, nicht Vertrag, immer noch Warenbörsen. 0,245. 5 können wir dieses Mal nehmen und dann hoffen wir, dass sie gleich wieder weggehen. Ja. Mein Personal Assistant hat das nächste Ding. Genau. Den Leitfaden für Einsteiger kann ich nur empfehlen. Ich werde ihn jetzt nicht extra öffnen, weil das könnt ihr euch auch selber anschauen, wenn ihr tatsächlich selber spielt. Genau.
an der wahren Börse. Schaut das schon wieder so aus, als hätten wir den größten Teil schon wieder verkauft. Ja, das geht eben ruckzuck. Dann werden wir hier mal einkaufen. 70.000 müssen gehen. Ja. Und die verkaufen wir auch wieder an der Warenbörse dieses Mal. 2,44. Wir bekommen immer noch 3% Gebühr abgezogen. Deswegen wird unser Geld im Moment auch ein bisschen weniger. Aber wenn wir jetzt hier gleich mal reinschauen in die Errungenschaften, werdet ihr sehen, wir haben jetzt schon 80.000 im Einkauf und gleich auch fast 80.000 im Verkauf. Und damit bekommen wir dann 40.000 Euro mehr. Das lohnt sich natürlich für uns immer noch, diese Errungenschaften kurz durchzuspielen. Und ja, schauen wir mal, ob wir das Geld schon haben. Aktualisieren hilft hier immer, genau. An der wahren Börse gibt es vermutlich wieder Strom. Den nehmen wir einfach komplett. Und verkaufen den jetzt auch wieder. Ah, immer noch an der wahren Börse. Genau. Den können wir für 0,245 einstellen, da wir hier Q1 haben. Q ist immer die Abkürzung für Qualität und das sieht man an den Sternen. Ich sollte keine Verträge schicken, immer noch an der wahren Börse. Den können wir jetzt davor stellen, indem wir 244 verkaufen. So, jetzt noch hoffen, dass jemand direkt wieder einkauft. Genau, wir sind hier mit Käufer schon durch. Jetzt werden wir kurz schauen, wie es bei den Verkäufern ausschaut. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir können einfach mal schauen. Es scheint so, als wäre es gekauft worden, aber noch nicht verrechnet. Wir können in der Buchhaltung nachschauen, das geht auch. Eben, wir haben gerade 22.000 für die Errungenschaft bekommen. Da wurde teilweise gekauft von unserer Energie. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel wir noch an der Börse haben. sind noch an der Börse, mal 0,25 sind 12.500, die wir hier machen. Wir brauchen für die Errungenschaft wie viel? Ja, wir brauchen noch etwa 12.500 mehr dann. Das heißt, wir sollten noch mal 50.000 einkaufen. Das geht jetzt natürlich nicht, solange wir selber das günstigste Angebot in der Börse stehen haben. Das ist natürlich etwas ungeschickt. Dann werden wir einfach kurz warten. Unsere Plantagen sind es auch gleich durch. Dann sollten wir wieder ordentlich Erfahrung bekommen. Und dann werde ich jetzt auch mal ganz kurz erklären, in welche Richtung es gehen soll. Ich werde jetzt versuchen, möglichst schnell den Lebensmittelsektor zu verlassen, weil jeder weiß, der Lebensmittelsektor ist hier in dem Spiel relativ unrentabel. Jetzt mit dem Dreifach-Geschwindigkeitsboost geht es noch. Aber ja, also der Lebensmittelsektor lohnt sich im Allgemeinen eigentlich relativ wenig. Deswegen werde ich versuchen, den so schnell wie möglich zu verlassen. Ich werde vermutlich erstmal mit Minen und Ölfelder probieren, ein weiteres Achievement auch zu schaffen. Eine weitere Errungenschaft, nämlich die Minen abreißen, Ölfelder, Steinbrüche. Ich werde auf Minen und Ölfelder gehen, weil Ölfelder werde ich brauchen, um, ja, wir können in Enzyklopädie kurz gehen. Wir brauchen das Öl, um CFK herzustellen. Das ist nämlich hier Plastik. Die Kohlefaser bekommt man aus dem Rohöl und mit Energie. Ich werde versuchen, möglichst autark für den Weltraumbedarf dann zu produzieren. Ich selber spiele im Spiel eigentlich eher den Verkäufer und nicht den Produzenten, aber eigentlich sind die Produzenten
Produzenten wichtiger. Aber ich denke hier, das ist auch geschickter, wenn ich einfach die Produktion zeige, weil die Produktion vergleichsweise autarker läuft, ich nicht so viel einkaufen muss über Verträge, weil ja, die meisten Sachen lassen sich hier auch über die Börse dann abwickeln. Und ich werde vielleicht auch versuchen, relativ autark zu produzieren, damit ich meine Produktionskosten im Griff halte und hier jetzt nicht zu viel weitere Sachen gleichzeitig erklären muss. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, es scheint so, als wäre ich meinen Strom losgeworden, meine Energie. Dann werden wir hier uns mal wieder einkaufen. Die 60.000 nehmen wir einfach. Dann sollte das eigentlich auch schon reichen, um diesen 0,245. Dann haben wir nämlich gleich die weitere Errungenschaft geschafft. Im Moment ist meine Plantage jetzt ohne ohne Auftrag. Da werden wir jetzt dann nochmal produzieren. Es fehlt mir jetzt schon an Wasser. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, das Wasser gleich am Anfang zu verkaufen. Naja, es ist im Moment relativ günstig. Ich werde jetzt einfach wieder ja, 1000 Einheiten einkaufen. Und dann können wir hier ganz in Ruhe ja, produzieren mal 200 Samen. Das geht hier jetzt ruckzucki. Und hier werden wir auch was produzieren, nämlich die maximale Anzahl an Äpfeln. Hier werden wir einfach wieder 100 Äpfel verkaufen für 4 Euro. Nein, wir machen ja 20. Das werde ich dann gleich erklären, wieso ich jetzt erstmal noch nur 20 verkaufe. Ich aktualisiere das Spiel nochmal. Vielleicht haben wir schon den Strom wieder verkauft. Nein, haben wir noch nicht. Also ich werde es dann auch direkt ausbauen, beziehungsweise vielleicht auch gleich nach Minen suchen. Ja. Vielleicht zeige ich das jetzt auch mal kurz, wie das funktioniert. In der Enzyklopädie gibt es eben gewisse Rohstoffe, Bauxit zum Beispiel, Mine. Also eine Mine zu bauen, das kostet eben 7 Bauteile. Davon habe ich nur relativ wenig, deswegen werde ich gleich mal nach Bauteile und so weiter fragen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf mein Profil. Hier kann ich. Nein, das war nicht das Profil. Account-Einstellungen, da ist es. Kann ich die Chaträume nämlich neu anordnen. Die Hilfe brauche ich nicht. Den allgemeinen Game-Chat brauche ich auch nicht. Die E-Sozial will ich auch nicht. Die E-Spiel lasse ich mal drin, den Handel auch. Den Aerospace werden wir später brauchen. Aber der Sales-Chat, der englische, das ist der wichtigste Handelskanal überhaupt im Spiel. Deswegen müssen wir den aktivieren. Und jetzt auf Update und dann haben wir nämlich die neuen Chaträume. Hier die normalen Regeln halt, die für jeden klar sind. Es gibt hier noch eine Ausnahme, dass man eben nicht die ja, für Luft- und Raumfahrtartikel nachfragen soll. Genau. Jetzt werden wir gleich dann über Material brauchen, um hier gewisse Sachen zu bauen. Ich bin jetzt am Überleger, ob ich gleich mal die Läder noch ausbaue, um das den ja, Lebensmitteleinzelhandel Errungenschaft schneller zu schaffen. Genau, wir haben jetzt auch den Verkauf geschafft. Dann das heißt, wir tun einfach mal aktualisieren. Dann sollten die Errungenschaft kommen. Lieferant, genau, 20.000 Euro. Perfekt. Jetzt werden wir im Sales Chat mal nach Bauteilen fragen. Ich denke, wir haben im Warenlager noch 3. Wir brauchen 14, um 2 Minen zu suchen. Das heißt, ja, das geht relativ schnell.
Wir haben hier laut Enzyklopädie, eine Plantage hat schon zwei Bauteile verbaut, die kann ich auch zurückgewinnen, wenn ich nicht weiter als Level 2 baue, bekomme ich nämlich zurück. Das heißt, wir haben vier, sieben Bauteile schon da, wir brauchen also noch sieben Bauteile für die Mine. Genau, wir brauchen sieben Bauteile, 380 Ziegelsteine, also sieben Bauteile, dann 380 Ziegelsteine mal 2 sind also ja, knapp 800, 700 müssten reichen. Wir haben ja auch noch über von den anderen Gebäuden dann ein bisschen was. Brauchen 50 Stahlbeton und 200 Bretter ungefähr. Das werde ich jetzt einfach mal reinschreiben in den Chat. Ich hoffe, ihr könnt so viel Englisch, also buy, ich kaufe. Und dann kommt hier 7 und dann macht dann einfach Doppelpunkte, BA Bauteile, dann kommen die schon automatisch, dann zeigt es das nachher auch richtig an. Dann 700 Doppelpunkt Ziegelsteine, die kommen direkt richtig. Dann brauchen wir 50 Doppelpunkt Stahl, Beton und 200 Doppelpunkt Bretter. Dann seht ihr jetzt auch die Formatierung, dass du das automatisch in die Symbole umwandeln und wir werden jetzt, denke ich, hoffentlich gleich die im Warenlager sehen. Was da kommt. Eingehend haben wir im Moment leider noch nichts. Genau. Ich werde den Lebensmittelladen jetzt hier noch nicht erweitern. Ja, wir werden hier kurz noch ein bisschen Äpfel produzieren. Machen wir mal 100. Und ich werde hier ja, einige Äpfel verkaufen. Warte mal, wir können jetzt eigentlich hier den Lebensmittellader werde ich noch nicht abreißen, um das Achievement auch gleich noch zu erzielen. Das heißt, wir machen hier einfach mal ja, die 80, die wir haben, verkaufen wir hier gleich. Alle und auch für 4. Wir haben hier für 20 Minuten etwas Vorrat. Und wir schauen jetzt mal nochmal ins Warenlager, ob wir hier schon Eingänge haben. Ja, was man noch schreiben kann, dass sie es einfach ins Warenhaus schicken sollen, aber wenn an nichts kommt, dann werde ich es einfach so kaufen. Ja, ich mache jetzt hier mal wieder Stopp für das Video. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn die Plantagen kurz fertig produziert haben und ich vielleicht auch die Lebensmittelläden. Müssen wir mal schauen. Es ist jetzt nicht unbedingt perfekt. Der Personal Assistant tut wieder was schreiben. Also, wir kriegen 4000 Einheiten Wasser für 0,13. Das ist weit unter Börsenpreis. Natürlich werden wir das annehmen, weil die 4000 Einheiten Wasser einfach unglaublich billig sind. So, jetzt haben wir nämlich auch schon den nächsten Einzelhändler bekommen. Das Spiel lädt nicht immer die Errungenschaften direkt, das sollte man vielleicht wissen. Da muss man manchmal nachschauen. Genau. Dann hoffe ich, dass das jetzt so weiter vorangeht, wie ich mir das wünsche. Und dann werden wir sehen. Hier kann man auch noch drei weitere Bauplätze freischalten mit den Simboos, die man sich kaufen kann. Man bekommt aber auch täglich, wenn man sich einloggt, 5 und man bekommt 5, wenn man am Tag irgendwas produziert oder verkauft. Das heißt, ja, es ist nicht unbedingt notwendig, Geld in die Hand zu nehmen. Allerdings finde ich es schon ein sehr gutes Spiel, also kann man schon mal machen. Jetzt machen wir einfach Ende für dieses Let's Play und dann sehen wir uns später wieder.